So, howdy ho, meine Creepy-Fans, ich bin's, euer Raven Duck Creep. Und wir spielen eine Runde. The Bindings of Isaac Rebirth. Das ist, glaube ich, der zweite Teil der Reihe. Und ja, ich bin mal gespannt, wie weit ich in dieser Runde komme. Ich wünsche dir Glück. Mann, diese Monster hier sehen alle so ein bisschen kindlich aus, aber auch ziemlich. Es gibt auch Monster, die sehen ziemlich kacke aus. Ganz ehrlich, wahrscheinlich wird der erste Boss auch so ein Kackhaufen sein. Ja, sowas gibt es in dem Spiel. Das ist ziemlich funny. Ah, blöder Victor. Nicht verboten. Das Berühren der Figuren ist mit den Toten verboten. Mann, warum kauft er gleich nur dieser Gegner auf? Ich hasse den Typen. Gott. Oh, Mann. Aber es kommen noch, der ist noch relativ easy, aber es kommen noch recht beschissenere Gegner. Aua, das hat wehgetan, du hohe Bratze. Aui! Nee! Au! Was bist du denn für eine Schabracke? So ein Holzkopf, ey. Körperlos und hirnlos. Kannst du hin, was an Gülle da rausschießen. Finger weg. Okay, was ist das? Gotta click. Come on. Okay. Okay, so ein Item hatte ich noch nie, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was das ist. Oh, was haben wir denn hier? Oh, weg. Oh, jetzt habe ich kaum noch Leben. So eine Kacke wäre ich da lieber nicht reingegangen. Aber die Musik mag ich irgendwie. Die ist ziemlich episch. Die ist echt ziemlich epic. Da ist ein Herz, das brauche ich. Warte, eine Bombe platzieren auf jeden Fall. Oh, Damage up, nice. Oh, wenn man Feuer oder diese Kackhaufen da immer ausschießt, oder ausbombt mit den Bomben, dann kriegt man da Münzen, Herzen oder was weiß ich, ein paar Items, aber ist relativ selten. Range down, scheiße, die Reichweite, au! Amnesia, nein, die Karte. Erstmal Reichweite weg und dann noch kann ich die Karte nicht mehr sehen. Seht ihr das Fragezeichen da oben? Aua! Verlegt! Buffy! Au! Au! Nein! Weg, böse! Au! Ja! Waffel! Alter Schwede! Komm, gehen wir mal in diese Tür rein. Oh, Sticky Babies. Ja, okay, das ist auch nicht schlecht. Das verlangsamt den Gegner, also diese Gülle, diese Schleimspur und nee, ich habe jetzt keinen Bock auf Dead by Daylight, sorry. Ich nehme nämlich gerade ein Let's Play auf und ja, es tut mir leid, dass so wenige Videos ankommen, was das ist. Nice. Tut mir echt leid, dass so wenige Videos ankommen, weil ich habe kein Handy mehr, mein PC ist auch ein bisschen Sport, geht jetzt schlecht. Ich brauche Herzen, komm, gib mir Herzen. Oder Bomben, ja, Bomben sind auch da. Aber Herzen sind mir lieber. Oh, gib mir. Oh, dann gib mir Münzen, ja, Münzen sind immer gut. Ja, gib mir Coins, komm. Oh Mann, immer so eine... Ja, Herzen! Juhu! Ja, komm, Mann. Ja, noch ein Herz, nice, komm, gib mir noch ein paar Herzen.
Oder ja, gib mir genug Dollar. Yay! Range Down brauche ich nicht. Den kann ich hier wegbomben. Ach, ich komme nix. Hol ich mir mal. Save your life, okay. Ich weiß gar nicht, wofür das Item ist. Oh. Okay, die sind kacke. Gegen die hatte ich ja noch nie das Vergnügen. Ich glaube, ich muss die erstmal die kleinen Eikadamba, die kleinen hier wegziehen, damit sie nicht gehen. Ah, ja, so kann man nicht gehen. Au! Spach die. Nein, böse. Böser Gnom! Nein! Ah, ich hab verkackt. Ich hab verkackt. Nochmal. Das ist aber jetzt auch der letzte Versuch. Och nee. Sind wir vergessen. Oh, und dann noch diese Schüsse. Ganz ehrlich, solche Art von Perks oder von Items halt sind immer kacke. Okay, Herzen brauche ich zum Glück gerade nicht. Aber dennoch zerfieße ich ja, toll, zwei Herzen. Ja, das Geile ist, man kann immer zurückkehren, um halt, wenn man keine, nicht mehr genug Leben mehr hat, kann man sich die Herzen immer noch da krallen, um Leben aufzustocken. Finde ich immer halt nice. Halt überhart nice. Ist ja halt nice. Hart nice. Ist wirklich hart nice. Und warum sage ich das so? Oh, keine Ahnung. Ich habe das am Spiel, ich hab, ja, Speed up! Ja, das finde ich bei Speed up. Speed up. Speed up. Speed up. Speed up, speed up. Da war ich schon drin. Okay. Ich hole mir jetzt Dingschen. Och nö. Okay, ah, die sind easy. Sind richtig easy. Aua! Au! Das tut weh! Boah, ich hasse diesen Schuss. Warum habe ich den immer aufgenommen? Aua! Ei, Karamba, nein! Doch nicht direkt schon in der ersten Map! Leco mio, Biatch! Oh, Leco mio! Leco mio! Okay, komm, komm, komm! Tschüss! Ich hab dich! Ich hab dich! Yay! Hab hier ab! Ja! Ich hab extra Leben! Ah, das sieht schon irgendwie komisch aus. Als würde er eine Krawatte tragen, ohne Scheiß. Okay, komm, weiter geht's. Ah. Stella 2. Ja, meistens geben diese Kackhaufen hier auch was. Und wenn ihr so eine Fliege seht, dann wird sie zu einer richtigen Bedrohung. Das heißt, immer den Kackhaufen zerschießen. Weil sonst könnt ihr die nicht töten. So. So, hoffentlich sind da Münzen oder sowas drin. Aber diese Karten zum Beispiel können was aufstocken. Und zwar Bomben oder irgendwas anderes können euch woanders hin teleportieren, was weiß ich. Okay, noch ein Item. Ah, die sind größer geworden, nice. Ah, ja, die muss ich halt alle zerschießen, weil ich will an das extra Leben oder an die extra Münze ran. Nein, nein, nein. Oh yes, ich hab. Und ich hab einen Schlüssel.
Hotel, wo ich wohne. Bombay, komm. Yay! Was haben wir da drin? Ah, okay, da brauchen wir Leben schon nicht, aber... Ah ja, diese Silberleben, die sind extra Leben. Aua. Also wenn man die einmal verliert, kriegt man die auch nicht mehr zurück, außer man findet weitere solcher Herzen. Bei den roten Herzen ist es was anderes. Da gibt es auch schwarze Herzen. Wenn man die wegkriegt, dann tötet es Gegner, also automatisch. Es ist sowas wie die bösen Herzen, Evil Hearts nennt man die auch. Oh, Schlüssel. Den verschwende ich jetzt mal kurz. Mal sehen, was ich hier im Angebot habe. Ein Schlüssel. Erstmal alles zerschießen. Der gibt auch ab und zu mal Items. Deswegen bomb ich ihn weg. Für was holen wir uns denn? Ach komm. Ja, Boss of Steel. Ja, es hat diese ganzen Pillen. Also diese Tabletten oder was weiß ich, diese ganzen Karten, die haben immer spezielle Effekte. Und gegen diesen Wurm habe ich noch nie gespielt. Ich weiß nicht, was das für einer ist. Aua! Okay, okay, okay. Ich muss mich hier ganz kurz konzentrieren. Komm schon, au! Ja, ich hab ihn gesehen. HP ab. Ich zeige euch mal kurz diesen Raum. Hier könnt ihr euch für Herzen, könnt ihr euch hier, Herzen ist das Zahlungsmittel, also die roten Herzen, und da könnt ihr diese Items holen. Ich würde mal eines holen, um euch zu zeigen, was das, wie das überhaupt funktioniert. Nehmen wir uns mal den hier. So. So funktioniert das. Ich habe seinen Herzen weg, aber ist egal. Ich habe noch genug. Diese Türen sind nicht immer offen, aber wenn die offen sind, dann kann man da gegen Gegner kämpfen. Und wenn man die besiegt, kann man erst wieder raus. Das sind so, so Trap Rooms, würde ich die so nennen. Also so Fallenräume, wo Gegner versteckt sind. Und das nur, wenn man halt die Truhen öffnet. Wenn man die Truhen nicht öffnet, kommen auch keine Gegner. Das heißt, du bist nur in die Falle gegangen, wenn du, also wenn ihr halt, eines der Truhen öffnet. Letzter... Okay, es ist aber schon... Aua, die haben mich getroffen. Au! Nicht treffen. Böse. Böse treffen? Nein. Okay, jetzt los geht's hier rein. Oh, das sind auch diese Mini-Bosse auch. Trap-Rooms sind das jetzt nicht, aber es sind Mini-Bosse. Aua. Au. Die geben auch mal ab und zu Items. Welche weiß man nicht genau. The Hangman könnte, wenn man es richtig verwendet, richtig nützlich sein. Ein Leben. Ich habe ein Herzen, so einen halben Herzen bekommen. Diese Evil Heart, also diese schwarzen Herzen, die meinte ich. Und die roten Feuer könnt euch angreifen. Nicht sehr schön. Okay, leider komme ich da nicht ran, aber gleich zeige ich euch, was dieses Hangman, also diese Karte da alles bewirken kann. Zunächst gehen wir hier, drücken R1, oder? Ja, R1 und schon haben wir keinen Körper mehr und konnten uns das Evil Heart da holen. Was sie gleich bewirken, würde ich auch, euch auch zeigen, aber nicht jetzt. Hier, Mongo Friend, ja, schon irgendwie beleidigend, aber ja, den haben wir.
Red Patch. Okay. Das sind auch diese spezielle Items. Okay, die würde ich mir jetzt noch nicht holen, die Karte. Weil noch ist die unnötig. So. So, jetzt habe ich die verloren. Und seht ihr? Schon habe ich Gegner damit vernichtet, wo die mich einmal getroffen haben. Das liegt alles an diesem Evil Heart. The Lovers. Was The Lovers ist, das beschwört Herzen. Okay, gut. So. Bombe platzieren, um an die Truhe hier zu kommen. Nice, da habe ich auch alle Herzen. Das heißt, dieses The Lovers brauche ich jetzt auch nicht. Gehen wir direkt mal zum Endboss von diesem Raum. Hoffentlich nicht getroffen zu werden. Ich muss mich mal wieder kurz konzentrieren. Aua! Vielleicht zeige ich euch mal, was The Lovers alles anrichtet. So, erstmal Herzen bekommen. Hier, das beschert euch Münzen. Wenn ihr so eine Bonbon-Tüte da habt, das gibt euch Münzen. Ah, seht ihr? Jetzt ist dieser Trap Room dazu. Irgendwas muss man da machen. Hier, das beschwert Herzen. Habe ich das jetzt schon mal eingelöst. Für später. Falls ich mal erwischt werde. Dass ich gegen den Endboss dieses Raumes, also gegen diesen Boss dieses Raumes, nicht direkt ablose, falls ich hier getroffen werde. Okay, gut. Ach, wenn man das hat, wenn man dieses kleine Item hat, kann man Giftschüsse verteilen. Das heißt, du kannst einen Gegner damit vergiften. Aber kommt drauf an. So, wir wurden jetzt zweimal getroffen. So, zweimal Herzen nehmen. Bitteschön. So, die hier gehen wir jetzt. Die Bomben von diesen Wichsern nehmen mir so. Die nehmen mir ein ganzes Herz und nicht nur einen halben. Okay. So. Wieder eine Münze, was Anti-Gravity hier ist. So. Vielleicht schaffe ich sogar jetzt die Mutter von dem Isaac hier zu besiegen. Und dann haben wir das Spiel auch gewonnen. Hier rein kann man auch. So. Herz kam raus und Bomben. Ist schon mal wieder nice. Ah, hier, das Item schützt einen, glaube ich. Das andere nehme ich nicht an, weil damit habe ich nur Nachteile. So. So, hier zeige ich euch jetzt einen speziellen Raum. Da muss ich gerade eine Münze einwerfen. Und hier kann ich sozusagen Glücksspiel betreiben. Ich gebe meine hier im Spiel verdienten Münzen und kann dafür Bomben kassieren oder so, wenn ich das errate. Und nein. Und wenn man halt verkackt, also zumindest bei diesem kleinen Spiel hier, dann ja, kriegt man Fliegen.
die einen töten wollen. So. Münze. So, seht ihr? Hier ist bei Münzen passiert. Hier ist es genauso dasselbe Prinzip, ist wie beim Glücksspielautomaten. Oh, kein Tier. Nice. Okay, komm. Oh, man kriegt eine gute Fliege. Also, die beschützt einen. Okay. Was bist du? Oh, schön. Die kann man natürlich jetzt auch zerstören. Auch zermünzen. Dieser Automat ist dafür da, wenn man du ein Herzen opferst und halben Herzen, kriegst du dafür Münzen. So ist das. So. Aua. So. Oh, komm schon. What? So, da haben wir es. Da haben wir es. Yay. Bam. Bam. Bam, die Damm. Okay, vergiss es. Und tot. Yay, Herzen. So. Bam. Scheiße. Bam. Nochmal bam. Bam. Und bam. Ja. Seite. Gesicht. Drei Münzen, Schüssel. Hey, hey. Au. Okay, ich kann keine Münzen mehr werfen. Tu ich mal kurz was nach. Vielleicht ist dieser Trap Room schon frei. Okay. Schauen wir mal rein. Nee, auch nicht. Gehen wir mal weiter. Ich opfere jetzt mal kurz den Schlüssel, um hier in den Shop reinzukommen. Okay, Herzen brauche ich nicht. So. 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 Schlüssel brauche ich nicht, was ist das? Extra Card Room. Nice. Jetzt haben wir extra noch eine Art Stärke. Also etwas, was die Stärke erhebt für den Bosskampf. So, haben wir. Damage und Range Up. Yay. Also Schaden und Reichweite. Wurde erhöht. Nice, und wie groß das ist. Okay, wir direkt wieder raus. Mal sehen, was es hier gibt. Auch Gegner. Nee, nicht erwischen. Nicht erwischen lassen. Okay, es gibt hier auch extra versteckte Räume, wenn man sie wegbombt. Die Öffnungen. Nicht falsch denken. Dann hat man eigentlich so einen extra Raum, wo die Bomben, Münzen, extra Münzen, du kannst alles. Herzmaul. Aua, das hat jetzt das Weg. Ich habe jetzt einen Schlüssel. So. Ah, ich geh mal rein. Mal sehen, was hier ist. Ich hätte gewünscht, dass es hier Münzen gäbe. Dann könnte ich mir ein paar, wenigstens eines der Items leisten. Kann ich jetzt aber gerade nicht. So, wir haben Mom fast besiegt. Dieses Teil will ich damit. Es gibt auch spezielle Items, wo man diese versteckten Räume, die man wegbomben muss, sehen kann. Aua! So, boom. So.
Hätten wir. Ja, da habe ich jetzt keine Bomben mehr. Und jetzt geht's ab zurück. Wir suchen den Bossraum. Bossraum. Oh. Auch so eine Art Mini-Boss. Und ja, ich weiß, den Gegner hatten wir schon, aber jetzt haben wir ihn wohl neues Mal. Yay, jetzt kann ich da hin. Jetzt können wir da hin. Ich erzähl ihn mal hier. Oh, auch nicht schlecht. Wo war jetzt der Shop-Raum? Da oben. Muss ich auch jetzt hin, ich habe nämlich jetzt Münzen. Ich hole mir so ein extra Herz, also dieses Seelenherz. Ich nehme das auch gerne mal Phantomherz. Und eine Bombe. Jetzt habe ich 3 Bomben. Das heißt, ich kann mir jetzt kurz noch mal eine der paar der Münzen holen. Jetzt bin ich die hier so platzieren. Oh, nice. Und wir können weiter. Jetzt suchen wir den Bossraum. Und wir werden wahrscheinlich auch diesmal wirklich gewinnen in dieser Runde. Nicht wie in der letzten. Oh, hier. Ist zwar kein wirklicher Boss, aber die sind dennoch kacke. Oh, komm, komm, komm. Bam. 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 Bam, die Dam. Hey, Bombe. Jetzt eine Bombe. Bombe. Und jetzt. Ja, verpiss dich. Oh, da ist ja der Raum. So, ein Schlüssel. Ich klapper noch kurz den Raum hier ab. Wenn was hier ist. Ja, noch ein. Yay. Gut. Ich will jetzt endlich Gott der Mörder herausfordern. Nein, ich kann's nicht. Egal. Ab zum Big Boss. Komm, oh, boah, es ist so ein hässliches Viech. Und ich hab euch gewarnt. Wir sind richtig hässliche Kühe. Au! Da weh! Au! Not nice! It's not nice! God damn it! Oh, geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. So knapp, so knapp, so knapp, so knapp. Damage up. Und Jausa, runter damit. Oh, Mom wird sowas von schwer sein. Oh Gott, damit.
Cheers. Nee, egal, runter. Oh, goddammit! Goddammit! Oh, geschafft. Hoffentlich hat diese Kackhaufen hier, warum Kackhaufen immer? Hoffentlich haben diese Herzen. So, nee, leider nicht. Hoffentlich hat das Leben. Hoffentlich hat du Leben. Nee, leider nicht. So, komm, komm. Komm, du musst das Leben haben, oder? Nee. Gar nichts. Ich wollte mich auch verarschen. Nee, ich werde gegen Mom verlieren. Kann ich nicht garantieren. Dann lass ich sogar wieder rein. Über krasse Rapper Flow. Bitch! Alter, war das knapp. Oh, Bitch! Oh, Bitch! Oh. Okay, okay, okay. Ich hab. Yay, ein halbes Herz! Das muss ich doch verarschen, oder? Boom. Leben. Wieder ein halbes Herz. Yay, Magnetic Tears. Wieder nur ein halbes Herz. Komm, Justice. Hey, ich hab wieder alle Herzen meiner zusammen. Und komm, was haben wir hier? Herz kaufe ich mir noch nicht. Aber den bombe ich hier weg. Okay, leider nicht. So. Aua! Okay, warten, warten, warten. Holen, holen, holen. Runter, runter, runter. Aua! Das tut weh. Ah, komm. Ah, boom. Das bin ich noch irgendwie noch umgestanden. Raus, komm. Na komm, Mio. Und die sind eigentlich mit diesen. So. Was ist jetzt? Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Boah, na komm, Mio. Okay, das gegen Mom werde ich nicht schaffen. Oder doch? Ich weiß es jetzt nicht. Hat er den Unterdruck? Nein! Na doch nicht. Ja, aber ihr habt hier gesehen, was der, wer der Endboss ist. Es gibt noch mehrere Endbosse, wenn man oft genug gespielt hat. Ich bin am Ende jetzt dieses Let's Play. Ich hoffe, euch haben meine Ausraster hier ein bisschen gefallen. Hinterlasst diesem Video doch einen Creep-Like-Daumen nach auf. Abonniert meinen Channel, um nichts zu verpassen. Und haut raus, bis dann. Ciao!